seid herzlichst gegrüßt. Ja, wieder eine neue Folge mit Giacomo diesmal. Wir haben ja so einiges erledigen können, wie zum Beispiel Ork gesucht. Das wäre jetzt die Giacomo-Quest, Ork-Wache. Cavalorn konnte ich mit ihm leider die Orks vor seinem Lager oder vor seinem, ja, wo er steht, nicht mit ihm zusammen erledigen. Das war alles zu, naja, egal. Das Vertrauen der Söldner, da bin ich noch dabei, weil das ist nämlich hier auch mit drinne, also das mit Cavalorn. Ja, und Tränke vom Alchemisten, da müsste ich dann noch zu Donschak gehen, um ihm das zu melden. Donschak, ich habe es geschafft, naja, okay. Ja, eine abwechslungsreiche Geschichte finde ich übrigens, das mit Giacomo, der da sagt, Ork gesucht. Also jetzt scheint Giacomo vollkommen durchgedreht zu sein. Er benötigt noch jemanden, der für ihn Modell steht. Und das soll ausgerechnet ein Ork sein. Wo soll ich denn bloß einen auftreiben, der mich dann nicht so gleich zu Hackfleisch vertreibt? Ja, genau, richtig, ja. Und da gibt es keinen Hint, aber der gute Beobachter dieses Let's Plays und überhaupt Spieler von Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.6.3 wird wahrscheinlich auf den Gedanken kommen, den ich auch habe. Und zwar machen wir uns mal auf die Suche nach Tarok. Denn das ist der einzige Ork, der mir einfällt, der Morra-freundlich ist, um es mal so zu sagen. Dann machen wir das mal. Dann werden wir mal zu Tarok fetzen. Das kürze ich natürlich auch wieder. Und da ist er auch schon, der Tarok, unser Morra-Freund. Hey! Ich habe die Rune aus Grenztruhe. Ja, habe ich. Ich habe die Rune aus Grenztruhe. Gut. Waren das jetzt alle Teleportruhen? Alle, die Tarok gefunden hat. Tarok glaubt aber, dass es noch mehr Runen geben wird. Nur nicht wissen, wo. Wohin wirst du jetzt gehen? Tarok geht zurück in den Norden. Mensch können Tarok dort immer finden. Ja, okay. Bitte bleib doch hier. Bleib doch hier, ich habe doch nur eine Frage an dich. Warte mal. Ich dachte jetzt... Ich dachte wirklich, dann wäre ich echt verzweifelt. Ich kenne einen Maler, der gerne von einem Ork ein Bild haben möchte. Wäre Tarok bereit, sich malen zu lassen? Tarok weiß nicht. Du kannst das ruhig machen. Es ist völlig ungefährlich. Ja, eine große Ehre für einen Ork. Gut. Na, dann komm mit. Sehr gut. Ja, dann wollen wir mal Tarok zum Giacomo fühlen. Ist das irre. Oh, er ist auch richtig fix. Was ist, wenn ich vorausspringe? Ist er dann auch fix? Ja, Tatsache. Wow, hat der große Schritte. Finde ich gut. Ja, Tarok ist immer noch dabei. Der kann es wohl kaum erwarten, gemalt zu werden. Hoffentlich nicht nackt. Ja, Giacomo, dann kommen wir mal. Sind wir hier eigentlich richtig? Ja, wir sind hier richtig. Ja, also dazu mal wirklich mal positive Äußerungen von meiner Seite aus. Ja, Giacomo, ich bringe dir jetzt mal ein Modell. Kein filigranes mit schönen Kurven, sondern ein etwas kantiges, aber liebenswürdiges Modell. Hier, Giacomo. Du hast Glück gehabt. Hier bringe ich dir tatsächlich einen Ork, der sich von dir malen lassen will. Ausgezeichnet. Ich wusste doch, dass du einen für mich auftreiben würdest. Hier, nimm. Ja, vielleicht noch Pinsel, Farbe. Hast du sonst noch was? Okay. Nein, danke. Du hast schon eine ganze Menge für mich erledigt. Das reicht. Was wirst du jetzt tun? Na, was schon. Noch einige Bilder malen. Ich hoffe nur, dass ich dabei nicht gestört werde. Ja, fragen wir denn, ob alles in Ordnung ist? Alles in Ordnung? Ja, danke. Ich kann mich nicht beklagen. Okay. Okay, ich gehe da mal wieder. Mach's gut. Ist ja der Hammer. Gucken wir mal. Also, das dürfte eigentlich hier weg sein. Erfüllte Missionen. Gucken wir gleich mal nach. Bilderverkauf. Ist jetzt alles weg und der Maler ist auch erledigt. Na, das finde ich ja toll. So, Tarok, dann halt mal still, ne? Ach, den kann man auch fragen, wie es ihm geht. Na, wie geht's dir denn? Wie geht's?
Gut. Gut. Okay. Gucken wir mal auf das Bild. Okay, wahrscheinlich muss er die Staffelei noch eben umbauen für eine neue Leinwand. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wo muss ich denn noch hin? Zu Donschak muss ich noch. Das werden wir dann wieder mal machen in einem kleinen Sprung. Oh, was laufe ich denn hier rum? Ich habe doch einen Teleport-Rune zur Hafenstadt. Aber bevor ich das mache, werde ich doch wieder meine Orks-Söldner-Rüstung anziehen, weil es könnte ja sein, dass dann Leute wieder auf mich stürzen. Okay, ach, hier werde ich hin teleportiert. Zum Grimok. Jo. Haben wir hier. Metaner Orkspeer. Ja, also, oh, Donschak. Wo war das? Jetzt muss ich echt mal überlegen. Das war im Oberviertel natürlich. Mal gucken die Richtung. Yep. Auf zu Donschako. Da stehen sie immer noch Spalier. Meine Herren, die stehen da immer noch rum. Gucken wir mal, ob Donschak noch was für uns hat. Okay, gab es einen kleinen Ruckler, aber... welcher Raum war das? Ja, muss ich wieder aufpassen. Darum, hierum, Larum, Löffelstiel, Donschak ist hier. Das Heer hat die Heiltränke bekommen. Gut, hier hast du deine Belohnung, Mora. Hast du noch einen Auftrag für mich? Nein, das Heer wird bald in der Lage sein, die Moras auf Korinnes zu vernichten. Du hast genug für mich getan. Geh jetzt zu Grant. Er erwartet dich. Oh, war ja auch das noch. So, das Vertrauen des Orklager. Das war das. Donschak. Keine Aufgabe, ich soll jetzt bei Grant vorbeischauen. Mal sehen, was er mir zu sagen hat. Oh weia. Ja, bin ich mal gespannt. Was ist das? Goldener Kelch. Oh, lassen wir da mal stehen. So. Mache ich jetzt wieder den Fehler, dass ich hier wieder falsch laufe? Sehe ich das richtig? Nee. Na. Wow. Und... ja. Nein! Schon wieder Manometer! Yes, ist nah. Sorry. Bei Innos. Gut. Grant. So, also Grant war ja... ja, auf der anderen Seite natürlich. In der Arena. Nein, in der Kaserne. Na, schauen wir mal, was Grant zu sagen hat. Du wolltest mich sprechen? Ja, gut, dass du kommst. Ah. Du hast jetzt die Chance, ganz groß bei uns einzusteigen. Wie meinst du das? Donschak will, dass ich mit meinen Männern das Orkheer beim Kampf gegen Lord Andres Männern unterstütze. Wenn es mir jetzt gelingt, entscheidend zu unserem Sieg beizutragen, wird mich Donschak mit Sicherheit zum General befördern. Und wenn du mir dabei hilfst, sollst auch du nicht zu kurz kommen. Wie soll ich dir denn dabei helfen? Geh zu Khaled, dem Anführer der Söldner auf Onas Hof, und biete ihm ein Bündnis an. Auch wenn er bereit noch ist, uns zu helfen, Lord André zu besiegen, werden die Orks ihn und seine Männer in Ruhe lassen. Ja, noch mehr. Ich sorge dann persönlich dafür, dass er an der Beute beteiligt wird, die wir noch machen werden. Wieso sollten euch Khaleds Söldner helfen? Vielleicht ziehen sie es ja vor, sich mit Lord André zu verbünden. Ja. Das glaube ich nicht. Khaled und seine Männer sind geflohene Verbrecher aus dem Minental. Der König hat sie für vogelfrei erklärt. Sie haben also allen Grund, sich vor Lord André in Acht zu nehmen. Wenn du meinst. Aber was habe ich davon? Wenn du mir hilfst, Khaled auf unsere Seite zu ziehen, kannst du einer von uns werden. Das heißt, ich kann dann Ork-Söldner werden. Genau das und noch mehr. Du wirst dann mein engster Vertrauter. Evans wird beseitigt und du sollst einen großen Anteil von der Beute bekommen, die wir noch machen werden. Nun, wie gefällt dir mein Vorschlag? Au, Bayer. Ach du liebes Lieschen. Für Belia, für Innos. Toll! Was jetzt? Habe ich abgespeichert? Weiß ich jetzt nicht. Hab ich glaube ich gar nicht. Für Belia, für Innos. Ich bin eigentlich für Innos, nicht für Belia. Was passiert denn dann?
Moment. Sorry, Leute, ich muss mal wieder umswitchen. Das will ich noch nicht zeigen. Ich möchte doch mal beide Optionen versuchen, um zu gucken, was wir für Dialoge bekommen. Also, du wolltest mich sprechen, Don hatten wir will, schon. Dass ich mit meinen Männern das Ort, wenn es mir der gefangene Paladin. Zug, wenn er bereit. Ja, no. Okay, wieso? Das haben wir alles schon. Okay, sorry. Jetzt, wenn ich mich für Belia entscheide, was kommt denn dann? Einverstanden. Ich mache mit. Gut, dann mach dich sogleich auf den Weg. Bündnisangebot. Dann gucken wir doch mal danach. Bündnisangebot. Grant hat noch Aufforderung, Khaled Anführer, da sollten auch uns ein Bündnis gegen Lord André vorschlagen. Hoffentlich weiß ich, was ich da tue. Ja, genau. Ja, dann haben wir hier noch Orgwache. Dann war da noch irgendwas mit dem gefangenen Paladin. Wo ist denn der? Ach, da oben ist er. So, was steht denn jetzt hier? Ich weiß nun, warum die Orgsöldner auf Korinnes sind. Sie sollen Onas Söldner dazu bringen, sich mit den Orks zu verbünden. Das wird Cedric interessieren. Mhm. Ja, und dann versuchen wir mal an der Stelle nochmal neu zu laden, um zu schauen, wenn ich mich für Innos entscheide, was da für Optionen gibt. Ich denke, wir sollten unsere Zusammenarbeit hier beenden. Was? Du lehnst mein großzügiges Angebot ab? Mit Verrat und dunklen Geschäften möchte ich nichts zu tun haben. So, aber mein Gold hast du gerne genommen. Die bisherigen Aufträge konnte ich noch mit meinem Gewissen vereinbaren. Diesen aber nicht mehr. Gewissen? Glaubst du wirklich, dass jemand noch auf sein Gewissen hört? Ja, und darum trennen sich unsere Wege. Eigentlich müsste ich dich jetzt töten, da du meine Pläne kennst und dich mir offen als Feind gezeigt hast. Aber du hast mir bei Donchak den Arsch gerettet. Und darum hast du noch was bei mir gut. Okay. Du lässt mich also gehen? Ja, du hast aber augenblicklich die Stadt zu verlassen. Und um sicher zu gehen, dass du auch wirklich die Stadt verlässt, werde ich dich begleiten. Los, komm, ich bringe dich wieder zur Höhle. Kann ich nicht noch vorher? Nein, keine Widerrede, komm. Ach, du liebes Bisschen. Ja, es gibt noch ein paar Stadtquests, die ich dann sozusagen noch erledigen müsste. Ja, bitte habt Verständnis, dass ich jetzt nicht weitermache, sondern dass ich das hier noch offen lasse. Somit wäre ich also wieder hier bei diesem Ausgangspunkt und kann dann mich noch ruhigen Gewissens noch mal ein bisschen hier in der Stadt umsehen und noch einige Stadtquests zu erledigen, die auch wirklich reichlich verwoben sind. Und dann gilt es zu gucken, was ich als nächstes mache. Bier trinken? Gibt's hier ein Bier? Nee, gibt kein Bier. Ja, da müsste ich noch mal einen Tipp kriegen, welche Stadtquests denn noch wichtig sind. Aber das werde ich im Laufe des Tages herausfinden. Nicht des Tages, sondern im Let's Play. Apropos Let's Play, ich finde es ja gut, dass ihr mir Kommentare gibt, Hinweise und Tipps. Und ich habe mich mal eben hier in den Turm eingeschlossen, weil ich mich ganz gerne umziehen möchte. Genau, und gehen wir mal wieder zum Großbauern. Jawohl, so. Denn es gab auch einen wichtigen Tipp vom Odyssey-Mod-Team. Und da hieß es, ich sollte doch noch mal bei Gilbert ein bisschen vorbeigucken. Da habe ich nämlich das linke Areal vergessen. Wo will ich denn hin? Ich kann doch hier in die Richtung. Das linke Areal vergessen abzugrasen. Und wenn das Odyssey-Mod-Team das mir schon als Tipp schreibt, dann werde ich das natürlich nicht ignorieren. Also, wir sehen uns oben bei Gilbert. Umsabala. So heißt es nämlich, Zitat: Sieh dir weiter die Landschaft bei Gilbert an, und zwar den Weg, den du von der Krypta zu Gilbert gegangen bist. Okay, ich bin jetzt bei Gilbert. Oberhalb davon ist ein Waldgebiet, das man erkunden kann. Bei Gilberts Hütte gibt es eine Möglichkeit, dort hochzuklettern. Bei den Erzkisten hätte... Ja, okay, das war das, was den Troll angeht. Jetzt gucken wir doch mal... Bei seiner Hütte könnte man hochklettern. Ich schätze mal... dass das Waldgebiet hier oben gemeint ist. Hochklettern. Hochlaufen kann ich. Das ist gut.
Hochlaufen. Hochlaufen. Schön. Jetzt gucken wir mal, was hier alles so ist. Oh, war ja. Scouten wir vielleicht. Ja, da gibt es was. Da gibt es was Lustiges. Ein bisschen Vogelfieh, aber wieso nicht? Ist doch auch gut. Gehen wir aber erstmal hier entlang, weil hier ist nämlich so ein kleiner Fleck. Hier hat da jemand wieder was verloren. Einen Ring, eine Armbrust, ein Bogen, man weiß es ja nicht. Wo hier die Hints sind. Okay. Speichern wir mal ab. Hier gibt es nämlich Waldfrüchte. Lecker. Waldbeeren. Oh, lecker. Ich kann mir vorstellen, Scavengerbraten mit Waldbeersoße. Lecker wäre das, ne? So, Scavenger haben wir ja schon, nicht wahr? Soweit springen. So, wieder mal uns orientieren und mal ein bisschen wieder im Zickzack-Modus gucken. Und ein Blauflieder. Und ein quäkender Scabby. Schön. Oh ja, schönes Waldgebiet. Richtig gut gemacht. Oh, da hinten dampft's wieder. That could be a surprise. Das könnte eine Überraschung sein. Oder eine Höhle. Oder weiß der Geier was. Ich war ja noch nicht hier. Boah, ich könnte mich echt stundenlang in den Wäldern aufhalten. Ich sollte mal wieder ein Außendrehvideo machen. In meinem Lieblingswald hier bei mir in der Nähe. Das Wetter eignet sich ja auch dafür. Okidoki. So, mal an der Stelle abspeichern. Gehen wir mal hier in die Richtung. Oh, vielleicht sollte ich scouten. Nein. Noch nicht ganz. Oh, ich sehe auch Vierbeiner. Och Mann, daneben geschlagen. Ach ja. Yes. Leckere Waldfrüchte. Ich kann mir nicht vorstellen. Oh, was ist das? Das ist ein Keiler. Ein Keiler, ein Wolf, ein Wildschwein. Ach Gott, Mann, Wildschwein. Ich dachte, jetzt käme hier richtig. Ein Riesen. Oh, da ist ein Keiler da hinten. Okay. Mal gucken, was hat denn hier am meisten. Ja, das Wildschwein empfängt mich mit offenen Pranken. Hüpfend über den Stamm hier. Oh ja, Keilerchen. Es gibt XPs, die ich farmen kann. Ich habe zwar noch meine Bootsmann-Rüstung an, aber könnte ich ja mal in die Drachenjäger-Rüstung mich umziehen. Habe ich jetzt auch ganz vergessen. Schauen wir mal. Waldbäre. Ich glaube, bevor ich mich hier noch irgendwie total verirre, mache ich nochmal ihn hier platt und gehe mal zu dem dampfenden Platz. Hallo. Na, sind wir ein bisschen garstig hier oder was? Okay, habe ich einen Anhaltspunkt. Ja! Varan! Da kommt auch noch ein Varan an, Leute. Oh, und da hinten ist was. Das sieht nach Waldgolem aus. Habe ich Feuerpfeile? Feuerpfeile nützen bei dem nichts. Okay, dann werden wir mal speichern. Aber bevor ich mich mit dem anlege, gehe ich doch mal lieber hier hoch. Weil das macht mich neugieriger. Dieses Areal. Lauflieder. Angst. So viele Steine sind. Es sind so viele Steine hier. Was ist hier los? Ja, ja. Nein! Ah, ja. Also irgendwie
Scheint hier was zu sein. Ja, genau. Vielleicht ein bisschen scouten. Scavenger. 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 Dampfender Humus. Dampfender Waldhumus. Okay, bis jetzt noch nichts Sonderbares gesehen. Da hinten ist was. Das leuchtet orange. Ein Feuerwaran. Dann haben wir auch noch Plattfuß hier. Und da hinten. Moment. What is this? Was funkelt denn da? Hä? Ich habe als Kind immer geträumt, dass ich im Wald eine Fee finde. Oder sie mich. Aber ich habe hier was gefunden, was ich nicht weiß, was es ist. Kann man das irgendwie definieren? Naja, okay, das ist ein schwarzer Wolf dahinter. Was ist denn das bloß, bitte? Sieht schön aus. Gut gemacht. Heimatland ist das schön. Habe ich bis jetzt noch in Gothic keine Modifikation gesehen. Ist ja echt der Hammer. Ja, wieso gehst du da nicht rein? Ja, ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich reingehe. Guck das mal an hier. Soll ich da mal reingehen? Mal gucken, was passiert. Das speichere ich ja lieber vorher ab da. So, was hiermit gemacht ist. Jetzt gehe ich hier hin. Okay. Wow. Was hat das auf sich? Was hat das zu bedeuten? Große Frage. Ich stehe im Sternchen. In der Sternchenwolke. I'm a star. Oh, ja, ich soll nicht träumen. Super, klasse. Und ich muss mich wieder... Oh, vielleicht hat mich der Sternenstaub hier so benebelt, dass ich vergessen habe, ein bisschen was zu trinken, zu essen. Schauen wir mal. So. Ja, das ist ja echt. Aber so, dann gehen wir mal hier hin zu den beiden Scavies. Hier gibt's einen Pilz. Auch eine Waldmorchel. Mhm. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Und noch mehr Morcheln. Noch mehr Morcheln. Oh, mal Morcheln. Die sieht man einfach nicht. Rotzidori. Und ich möchte mal wissen, in welchem Waldgebiet ich denn hier bin. Steht nicht auf der Karte. Super. Habt ihr auch Zuckerei? Fällt mir jetzt gerade ein. Okay, für Werner Comicleser, die könnten das eventuell kennen. Wenn Werner in der Kneipe bestellt, habt ihr auch Zuckerei? Sagt der. Wo ist jetzt dieser Wolf? Der Kellner steht nicht auf der Karte. Deswegen kam das eben ganz spontan bei mir an. Schwarzer ist nicht Wolf, zu holen. Der ist leider unsichtbar, aber das Problem kennen wir ja. Da ist er nämlich wieder. Hab nämlich abgespeichert kurz und das war's dann. Ja. Das mit den Sternchen, das hat mich jetzt eben ein bisschen geflasht. Aber was gibt's denn hier sonst noch so? Ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Schwarzer Wolf ist wieder da. Ist noch mehr. Ja, okay. Ja, jetzt sind alle da auf meiner Pelle. Ja, tschüssiko. Ach, Mann. Hey. Leichtsinn, Leichtsinn, Leichtsinn. Es ist ja auch zu dunkel hier. Ja, es ist nämlich schon... Oh, 16, es ist spät Nachmittag. So was Beklopptes aber auch. Dann ist es so dunkel. Hm, super klasse, in einem dunklen Wald. So, aufpassen. Hier sind bestimmt noch welche. Da muss ich erstmal aufpassen hier. Ich bin jetzt hier nicht so einfach so leichtsinnig hier rumholpern und stolpern. Ja, da ist ein schwarzer Wolf.
Tja, gut getarnt. Ist halb gewonnen. Da ist er. Einmal ist er da. Die bringen aber ganz schön viel Experience Points. Liebe Leute, ich werde mal hier mich noch ein bisschen durchkämpfen durch dieses nostalgische, schön gebaute Waldgebiet. Und dann melde ich mich wieder, falls ich hier was super Besonderes finde. Also, bis später. Ach ja, Stärke plus 1, das war nämlich, als ich meine Apple gegessen habe. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Apple gegessen. Und bin jetzt auf 123 hoch. So, ich bin hier am Ende. Es ist alles hier so dunkel, so eng. Und da hinten geht's schluchtigst runter. Und da unten sehe ich, was ist denn das da? Ein Lagerfeuer. Mitten im Felsen. Also ich bin hier schon mal runtergestürzt, deswegen will ich das nicht riskieren. Ja, die Karte. Moment mal, gibt es nicht irgendwie noch so eine andere Karte? Gibt ja nur die Karte. Und die andere Karte muss ich mal gucken eben. Ach nee, das war die Sternwarte und Umgebung, von der ich die Karte habe. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück und sammeln halt eben noch die weiteren Sachen ein. Die Wölfe sind hier erledigt. Die Sonne kommt durch, cool. Kann ich wieder ein bisschen besser gucken und ihr auch. Und dann melde ich mich wieder, wenn es hier im oberen Bereich oder weiter geht. Jede Menge Waldmorcheln konnte ich hier finden. Ein Feldknöterich, ein paar schwarze Wölfe und ein Baumstamm lag hinter mir. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und vor mir ein Feuerwaran, so wie das aussehen tun sollte. So, wo bist du denn? Ja. Oh, war ja gespeichert, habe ich ja. Weiß nicht, kriege ich den? Der spuckt mich doch kaputt. Der spuckt mich doch kaputt. Oh, was ist denn das? Ich wollte hier hoch. Mann. Shit. Da kann ich durch den Felsen durchgehen. Das ist nicht gut. Nicht schön. Kann ich ja mit meinen letzten Energien. Ja, kann ich nichts machen. Boah. Risiko. Nein! Ah, der spuckt mich sofort an. So. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen ausbrennen und ich habe es geschafft. Sehr gut. Und die Feuerzunge ist dabei. Sehr gut. Und dann haben wir hier noch einen. Oh, was ist mit dir los? Du bist aber nicht verletzt. Wieso bist du so langsam? Skibby. Oh, Mano. Was trinken tun? Trinken tun. Hm, alles klar. Das ist in Deutsch. So. Okay, soll erstmal reichen. Abspeichern. Es könnte ja sein, dass hier in der Nähe sich noch was verbirgt. Mal gucken. Hier war ich ja noch nicht. Ah, bis jetzt noch nicht. Ah, hier ist die qualmende Stelle. Waldbeere. Und es raschelt wieder so suspekt. So, was haben wir hier? Hier ist nichts. Okay. Dann werde ich mich mal hier umgucken in dem Dampf. Da war ich noch nicht drin. Diesem dampfenden Hummus. Hummus. Ja, wieder eine Waldmorchel. Da sieht aber los. Achso, das ist ein abgebrochener Baum. Oh yeah. In dem Waldhummus, der so lustig vor sich hin dampft, finde ich nichts. Ich ist auch gar nicht beabsichtigt, hier was finden zu müssen. Ja, gibt es hier noch irgendwo eine Geschichte, bevor ich hier das hier als erledigt ansehen kann? Nein. Es wird nur dunkel. Das heißt, ich mache mir mal eine Fackel an. Ich habe jetzt meine Fackel angemacht und gucke mal gerade durchs Inventar durch und finde hier Herz eines Kohlegolems. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich Kohlegolems erledigt hätte hier in diesem Spiel. Manometer. Kohlegolem. Auch gut. Ein Kommentar wäre das wert übrigens. Ja, und soweit ich weiß, habe ich auch noch schwarzes Erz geschürft. Und suche das hier verzweifelt.
finde ich nicht. Eisenerzbrocken, weiter oben habe ich es auch versucht zu suchen. Hier haben wir normale Erzbrocken. Und hier habe ich 4 Kohlebrocken. Ja, also wüsste ich jetzt nicht. Und hier oben die 61, das ist Kohle. Und hier haben wir die schwarze Perle. Naja, vielleicht löst sich das irgendwie, oder? Es gibt mir jemanden einen Kommentar dazu. Lauflieder, weiter geht's. Oh mein Gott, geht hier weiter. Weiter gucken. Ja, hier haben wir das mit den Sternchen. Süß gemacht. Und ja, ich würde mal sagen, dass wir hier fast durch sind für dieses Gebiet. Es sei denn, also ich muss erstmal eine Sackgasse finden. Es sei denn, es kommt noch was, ein Höhleneingang oder so. Vielleicht, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Irgendwas höre ich. Was jetzt? Mist! Mann, wie leichtsinnig ich wieder war. Schattenläufer kriege ich nicht, kriege ich nicht, kriege ich nicht, kriege ich nicht, kriege ich nicht. Logisch kriege ich den nicht. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den nicht mit dem Eisblock irgendwie ein bisschen einfrieren können. Den Schattenläufer nur nicht zu nah hingehen. So, und über nichts stolpern. Sehr schön, sofort die Waffe ziehen und auf ihn rumkloppen. Am besten auf den Popo. Genau, und immer hauen, Roland, hau, 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 hau. Ja. Los, komm. Jetzt ist er aufgewacht, jetzt ist er aufgetaut. Ich sehe nichts. Toll. Wir haben ihn. Super geil. So, wo bist du denn? Na, das ist aber blöd. Mann, oh Mann, warte. Wo ist denn jetzt der Waldschattenläufer, meine ich? Ja, da ist er. Mhm. Gut, dann haben wir den auch erledigt. Das war wieder eine Schocksituation hier. Ja, vor allem, wenn das hier so dicht bewaldet ist. Speichern. Fackel anzünden. Und gucken, ob hier noch was ist. Oh, Vollmond. Ja, eine Blauflieder. Für diese Oh, da ist noch ein Lurkerchen. Oder irgendwie sowas. Für diese Folge wollte ich jetzt Schluss machen. Aber ich mache noch eben diesen Lurker hier kaputt. Nee, oder was ist das? Oh, nee, Warane. Grünspritzige Warane. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schreibt mir auf jeden Fall Kommentare. Gebt mir einen Daumen. Schreibt ein Abo. Gebt ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Für die neuen Zuschauer. Und ich bedanke mich für euer Zusehen. Tschüss.